Sprache verändert unser Denken und unsere Wahrnehmung der Umwelt. Sprache lenkt die visuelle Aufmerksamkeit und das Erinnerungsvermögen. Sprache hat also einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie wir die Welt erfahren. Genau deshalb wollen wir uns in diesem Video damit beschäftigen. In der 30 Sekunden Buchkritik auf Instagram in dieser Woche habe ich über das Buch Wer bin ich und wenn ja wie viele von Richard David Precht gesprochen. Dort gibt es ein ganzes Unterkapitel zur Sprache, in welchem es unter anderem oder sogar hauptsächlich um Ludwig Wittgenstein geht. Den Link zu meinem Instagram-Profil findet ihr natürlich in der Beschreibung, sowie auch den Link zum kostenlosen Hörbuch im Audible-Probeabo. Bevor wir uns ganz konkrete, experimentelle Beispiele anschauen, möchte ich kurz etwas über Wittgenstein erzählen, weil er radikaler als jeder vor ihm die Logik der Sprache in den Mittelpunkt des Denkens stellte. Er war einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts und beschäftigte sich vor allem mit Sprachphilosophie und Logik. Ludwig Wittgenstein sagte, "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt." Sein Traum war in seiner frühen Phase eine Präzisionssprache, die es ermöglicht, die Realität in allen Lebensbereichen objektiv zu erfassen und zu beschreiben. In der Realität ist das nicht gelungen. In dem Buch Das Wörterbuch des Viktor V. gelingt dies dem Protagonisten allerdings. Wenn ihr erfahren wollt, welche Konsequenzen dies in der Geschichte hat, dann kann ich euch das Buch sehr ans Herz legen. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Der spätere Wittgenstein gab seine Theorie von der Sprache als Abbild der Realität allerdings auf und verwarf sehr große Teile seiner Gedanken aus früheren Zeiten. Statt eine Sprache auf präzise Logik festzunageln, müssten sich Philosophen darum bemühen, die Regeln des Sprachgebrauchs verständlich zu machen. Es entstand die analytische Philosophie. Eine grundsätzliche Annahme ist dabei, dass die Art und Weise, wie Menschen die Welt erfahren, immer durch Sprache beeinflusst ist. Es gäbe keine reinen Sinneserfahrungen, die nicht durch sprachliches Denken getrübt seien. Die grammatikalische und lexikalische Struktur einer Sprache beeinflusst unsere Welterfahrung. Sehr bekannt ist in diesem Zusammenhang die Sapir-Whorf-Hypothese, nach der Sprache nicht nur das Denken beeinflusst, sondern sogar linguistischer Determinismus herrscht. Das bedeutet, dass es einen kausal zwingenden Einfluss der Sprache gibt, dem sich die Sprechenden gar nicht entziehen können, auch wenn ihnen dieser Einfluss bewusst ist. Es ist nicht so einfach zu verstehen, was diese These für eine extreme Aussage trifft. Ein empirischer Beweis konnte bis heute allerdings sowieso nicht erbracht werden, obwohl dies oft versucht wurde. Wenn man davon spricht, dass Sapir und Whorf richtig lagen, dann ist meistens nicht die radikale These des sprachlichen Determinismus gemeint, sondern wie Sprache unser Denken in gewisse Bahnen lenkt. Dies lässt sich am besten anhand einiger Beispiele erklären. Man befragte deutsche und spanische Muttersprachler, die jeweils nur eben diese Muttersprache beherrschen. Sowohl Deutsch als auch Spanisch enkodieren das Geschlecht eines Nomens, aber viele Nomen haben eben unterschiedliche Geschlechter in beiden Sprachen. So zum Beispiel das Wort Brücke. Deutsche Muttersprachler assoziierten in der Befragung typisch feminine Eigenschaften mit dem Wort, da es im Deutschen die Brücke heißt, also so etwas wie schön, elegant oder friedlich. Im Spanischen ist das Wort Brücke männlich und entsprechend wurden von spanischen Muttersprachlern typisch männliche Adjektive mit dem Wort verbunden. So etwas wie groß, gefährlich oder kräftig. Bestimmte Gegenstände werden also vollkommen unterschiedlich wahrgenommen. Die linguistische Erfahrung dieses Begriffs, wohlgemerkt nur des Begriffs und nicht des tatsächlichen Gegenstands, formt also unser Denken über diesen Gegenstand. Außerdem gibt es Experimente, die zeigen, wie Grammatik Einfluss auf unser Gedächtnis, die visuelle Aufmerksamkeit und sprachverarbeitende Planungsprozesse hat. In einem Vortrag stellt Barbara Mertins einige dieser Experimente vor. Es gibt Sprachen mit Aspektmarkierung, wie zum Beispiel der Endung -ing im Englischen. Der Aspekt drückt die zeitliche Lage einer Situation aus, ist aber nicht gleich dem Tempus. Grob gesagt beschreibt es einen Verlauf. Im Deutschen haben wir diese Aspektmarkierung zum Beispiel nicht. Wenn man nun Sprachen mit und ohne Aspektmarkierung vergleicht, zum Beispiel eben Englisch und Deutsch, dann lassen sich klare Unterschiede in der Wahrnehmung einer Situation feststellen. Man zeigte den Probanden kurze Videoclips, wie zum Beispiel diesen hier. Englische Muttersprachler beschrieben den Verlauf, also dass zwei Frauen einen Weg entlang gehen. Deutsche Muttersprachler bezogen sich auf den Endpunkt, der wohlgemerkt im gezeigten Clip nicht erreicht wurde. Sie sagten, dass zwei Frauen auf ein Haus zugehen. Man hat in dem Experiment auch die Augenbewegungen gemessen und konnte so nachvollziehen, dass deutsche Muttersprachler eine deutlich stärkere Fixierung auf den Endpunkt aufwiesen als englische Muttersprachler. Sprache beeinflusst also unsere visuelle Aufmerksamkeit. Man testete auch das Gedächtnis, indem man die entsprechende Szene später noch einmal zeigte, aber ohne dass der Endpunkt zu sehen war. Der Proband sollte bestimmen, was entfernt wurde. Diejenigen, die eine Aspektmarkierung in ihrer Sprache haben, konnten den Endpunkt schlechter erinnern.
Auch das Gedächtnis wird also direkt oder indirekt durch unsere Sprache beeinflusst. Es lassen sich also Unterschiede in den sprachunabhängigen kognitiven Formen des Denkens feststellen. Es werden unterschiedliche Perspektiven auf ein und dasselbe Ereignis eingenommen, abhängig von der Muttersprache. Im Deutschen liegt der Fokus auf der Vollendung einer Handlung, im Englischen auf dem Verlauf. Lässt sich damit vielleicht auch der deutsche Stereotyp von Zielstrebigkeit und der Fokussierung auf einen Endpunkt erklären? Zu denken wie ein Muttersprachler einer bestimmten Sprache ist daher eine große Herausforderung, die aber durchaus sehr lohnenswert sein kann. Neue Sprachen zu lernen heißt auch einen neuen Blick auf die Welt zu erfahren. Das genannte Experiment beschreibt dabei natürlich nur ein Beispiel von vielen Einflüssen. Sprache formt unsere Wahrnehmung der Welt, wie auch viele andere Mechanismen, über die ich schon in weiteren Videos gesprochen habe. Dazu habe ich euch auch bereits eine Playlist angelegt. Alle erwähnten Empfehlungen und auch weitere spannende Links und Videos zum Zusammenhang zwischen Sprache und Denken, die unter anderem Olivia auf Facebook und Ele aka Flauschis Geliebte auf dem Discord-Server gepostet haben, sind zusammengefasst in einem Facebook-Post. Den Link findet ihr bei den weiteren Informationen in der Beschreibung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf Facebook auch direkt einen Like da lasst und seid unbedingt auch auf Instagram dabei, um tägliche Inspiration und die wöchentlichen Buchkritiken nicht zu verpassen. Dort sind auch noch weitere Formate geplant. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und seid achtsam.